Yo, was geht, Leute? Ey, es ist 11 Uhr am Morgen und ich nehme jetzt noch ganz spontan für euch heute dieses kleine Video auf. Viele haben es wahrscheinlich gestern mitbekommen, wahrscheinlich haben es alle gestern mitbekommen. Max und Kevin, aka Trimax Papa P und noch so ein nicer Dude, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht parat habe, der aber auf jeden Fall sehr, sehr korrekt gewirkt hat im Stream. Hier ist sein Name einmal eingeblendet. Haben gestern eine First Edition Base Set Booster Box aufgemacht. Das heißt, die sind hingegangen, haben für 40.000 Euro eine riesige Box gekauft. Da sind 40 First Edition Pokémon Booster Sets drin gewesen. Das könnt ihr auch alles im Blog von Papa Platte, der unten verlinkt ist, nachvollziehen. Mega geiles Ding gewesen. Mega fetter Stream. Max gestern irgendwie 305.000 Viewer gehabt. Absolut krank. Ich glaube, zusammen kumuliert mit Kevin mal wieder deutscher Rekord, was die beiden da aufgestellt haben. Wirklich fucking insane. Sehr verdient. Max 20.000 Subs geknackt. Kevin unglaublich viele Follower dazu bekommen. Alles wirklich, wirklich nice und ich gönne es den beiden von Herzen. Ein Großteil von euch wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, ich kann ja gerade nicht auf Twitch streamen, wegen einem Bann, der noch bis Dienstag anhält. Nach diesem Bann werden wir am Dienstag ganz normal weiter streamen, wird alles mega geil. Ich habe mich dann gestern tatsächlich, während ich mit Kollegen am Rust spielen war, einfach dazu entschlossen, wisst ihr was, komm, ich habe ja auch ein Booster-Pack gekauft, das war ja für mich und die haben dann da irgendwie tatsächlich das Booster-Pack geöffnet und dachte, ja, nimmst du einfach mal deine Reaktion auf. Ja, ihr wisst eh schon alle, was passiert ist, Leute, ich habe die zweitseltenste Karte der ganzen First Edition gezogen. Geil! Und zwar ein Holo Turtok. Ob das jetzt PSA 8, 9 oder 10 ist, ist natürlich noch nicht klar. Ich denke, meine 10 wird es leider nicht werden, also wahrscheinlich ist es eine 9. Muss man aber alles noch gucken, wenn das halt geratet wird. Ich würde euch mal ganz kurz hier den Live-Clip zeigen, das ist allerdings ohne Facecam von mir, wie es aussieht, als dieses Turtok gezogen worden ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns zusammen einfach nochmal ganz kurz an, wie mein ganzes Pack geöffnet wurde. Denn da waren nämlich noch ein, zwei kleine geile Überraschungen drin. Jetzt gönnt euch erstmal meine pure Euphorie. Viel Spaß dabei. Ich glaube nicht, dass es eine Holo ist, Bro. Doch, noch eine. Vorne sind zwei Nexus-Karten. Ist es nicht. Oh! Was? 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 Halt's mal! Die Karte ist 8.000 Euro! Halt's mal! Halt's mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen mal ganz kurz rein. Den Chat lassen wir an der Stelle gleich im richtigen Moment, machen wir den natürlich mal auf. Und wir schauen einfach mal ganz kurz, wie es gewesen ist, als gestern mein Booster-Pack geöffnet worden ist. Let's go. Revi! Da wird richtige Sch*** drin sein. Oh, was? Ja, Kevin, da wird richtige Sch*** drin sein. Es ist übrigens nicht der Streamer, es ist ein anderer Revi. So, wir haben den Booster hier. Genau, vorher gab es, glaube ich, noch zwei weitere Holo-Karten. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Max hat ja auch noch was gezogen. Brave Cards, Zuschauer, du 6 und das ist jetzt das 9. Genau. Also das ist das 9. ja. Max, wenn du auf jeden Fall das hier siehst oder sehen solltest, schick mir unbedingt diese Box zu. Die Kartenverpackung, finde ich super geil. Einfach einrahmen in den weißen Bilderrahmen, zack, ins Wohnzimmer damit. Kommt ins neue Haus, Leute. Für Revi, also ich liebe Revi, aber... Ja, doch, Revi will ich auch. Danke, Jungs, danke schön. Danke, Max, danke. First Edition, ich habe auch noch selber ein paar First Edition Karten von früher. Richtig, richtig wild. Ich liebe das Artwork hier mit den Schrauben dran bei den Trainerkarten. Also, erster Super Trank und dahinter? Im Japan. Oh, geil! Direkt, Leute. Glutexo. Direkt ein Glutexo. Eine super rare Karte, die... Weiß ich jetzt nicht, was sie wert sein könnte. Auf jeden Fall ist sie dreistellig wert. Das ist schon mal safe. Sick. Boah, das sieht so geil aus. Das ist so geil. Das Artwork ist so schön. Das hat so einen richtig geilen... Geiles Artwork. Was kostet das in PSA 10 Deutsch? Auch eine Weiterentwicklung. Also zum Glutexo nochmal, ist ein bisschen off. Wir haben vielleicht eine ganz kleine Beschädigung oben an der Ecke. Minimal vielleicht. Oh, Bro, ich sehe es von hier. Aber ansonsten sieht es okay aus. Okay, könnte eine PSA 8 dann sein wahrscheinlich. Abra ist geil, feier ich sehr. Finde ich ein sehr, sehr geiles Pokémon. Abracadabra finde ich aber besser mit dem Pendel. Unglaublich schön, das ist einfach Nostalgie pur. Das ist einfach Nostalgie pur. Bei dem englischen First Edition Unboxing. Trash-Karte hatte ich damals, glaube ich, 200 Mal gefühlt. Honliu, mega schlecht. Ja. Bill? Ja. Mega geil. Hier, wie gesagt, das finde ich so cool mit dieser Metal, mit diesem Metal hier. Also die Karten von früher haben einfach einen komplett eigenen Vibe hier. So, dahinter haben wir. Oh, sick! Digga! Der Glumanda und Glutexo halt jetzt, ne? Das heißt. Nee, da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das wäre halt zu wild gewesen. Glumanda, Glutexo und dann Glurak, Leute. Das ist, aber es ist ja anders gekommen. Es ist ja anders gekommen und trotzdem noch zufriedenstellend gewesen, wa? Jetzt ist es schon geil. Ja, es war auf jeden Fall geiles Pack bis dahin schon. Ich bin auch ehrlich, Leute, ich habe nicht so viel Ahnung. Also alles, was jetzt hier so wirkt, ich habe nicht so viel Ahnung. Alle prayen fürs Glurak hier schon im Chat. Aber es ist anders gekommen. Trotzdem nicht. Gut, klar, ein bisschen schlechter schon, aber trotzdem sehr zufriedenstellend für mich im Endeffekt. Gut, let's go.
da kommt noch eine Energie. Noch eine Energiekarte dahinter? Ja, eine Energie ist noch da. Das sind immer zwei. Das ist eine Psychoenergie, genau. Achtung jetzt, und? Schaut genau hin. Oh mein Gott! Digga! Digga, und jetzt schaut auf den Chat. Schaut auf den Chat. Einfach nur insane. Verrückt, Leute. Das ist einfach nur verrückt. Ihr müsst unbedingt ganz kurz, ich hab's gestern auf Instagram geteilt, hier nochmal ganz kurz WhatsApp-Nachricht von Unge. Deine Karte wird jetzt gleich aufgedeckt. Ich sehe noch die lila Energiekarte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holo Turtok, ich hab gecallt, du kriegst eine fette Holo. Insane. Einfach nur insane. Insane, wie alle durchgedreht sind. Ich habe so viele Nachrichten auf Instagram bekommen. Danke für alle, die es mir gegönnt haben. Er ist auch komplett weg. Ja, es ist so wunderschön. Er ist fantastisch. Komplett beeindruckt. Willst du Top loaden? Direkt Top loaden? Top loaden. Das ist ja wirklich eine. Oh Gott, soll ich das machen? Er zittert so hart. Soll ich das machen? Nee, 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 oh Max, nein, er zittert da so rein. Ihr seid einfach, ihr müsst einfach so eine Herz-OP machen. Da kommt der Typ an. Dieser Ogre. Die Karte ist auf jeden Fall jetzt secured. AF. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, Max. Lass uns was wir machen. Nein, nein, nicht von oben. Nicht von Max. Am besten. Wieder da. Da sieht man mal, Leute, wie vorsichtig man damit umgehen muss. Weiter. Perfekt, so ist gut drin. So ist der perfekt drin. Schaut es euch an. Schaut es euch an, Leute. Also vom Centering her sieht es erstmal relativ geil aus. Also ob es jetzt eine PSA 10 damit wird, ist halt die Frage, Leute. Das ist natürlich, das kann er jetzt auch noch nicht genau bewerten. Oh, da sind zwei. Und am Schwanz am Pokémon auch nochmal. Hier sind ein paar Kratzer. Eine PSA 9 ist es wahrscheinlich. Aber die zweitbeste Holo-Karte, ja, 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 richtig, das muss man mal sagen. Also Leute, all in all, wenn das Ding jetzt tatsächlich eine PSA 10 bekommen sollte, dann ist die irgendwie zwischen 10.000 Euro könnte die wert sein. Als PSA 9 immer noch 2,5. Mir geht es da aber auch persönlich nicht um den Geldwert. Das ist wieder eine Sache, auch wenn es natürlich, also ich schütze es halt, indem ich es ins Bankschließfach tue, ne, da kommt dann nochmal ein Seidensack drum und eine Hülle und alles und dann weg damit. Die anderen beiden Karten hänge ich mir wahrscheinlich sogar in die Wohnung, einfach weil es Nostalgie-Pokémon sind. Das ist, Turtok ist halt einfach für mich, weil es halt damals wirklich eines meiner Lieblings-Pokémon und zwar die Wasser-Pokémon damals sowieso sehr gefeiert und ja, was soll ich sagen? Wilder Stream, wildes Event. Ich danke auf jeden Fall von Herzen Kevin und Max. Ich habe auf jeden Fall meine 1.100 Euro hiermit verdreifacht ungefähr. Bin sehr zufrieden, hätte nicht damit gerechnet. Kuss auf jeden Fall an der Stelle. Danke für dieses spontane Video, Leute. Und Dienstag bin ich wieder back im Stream. Schaut auf jeden Fall bei Max und Kevin vorbei und bei dem Kerl hier. Lasst bei allen drei einen Follower da und dann sehen wir uns die Tage wieder, Leute. Macht's gut, haut da rein. Bis dann, ciao, ciao.